Und willkommen bei einem neuen Part, diesmal mit einem neuen Mikrofon. Jetzt müsst ihr mich besser hören können, so. Dann gehen wir mal weiter in Route 2, like a boss. Der Visitor-Case, da klingelt. Ja, Kevin nimmt den Anruf an, wie immer. Kevin, ich bin's deine Mal. Deine Mutter! Wichsel, geht's dir los, mein Schatz? Hast du dich schon mit deinem Team angefreundet und genießt die gemeinsame Reise mit ihm, was? Ich rufe dich nur an, weil ich mal wieder deine Stimme hören wollte. In Ordnung, dann lege ich mal wieder auf. Boah, achso, die ist da hier. Kevin, ich hab dich endlich eingeholt. Du bist ja schon echt weit gekommen. Professorin Esche sagte mir, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach Orion City bist. Ich habe übrigens noch ein Geschenk für dich, Kevin. Hier, probier sie am besten gleich mal an. Kevin erhält die Turbotreter. Yippie. Wenn du die Turbotreter schlüpfst, bist du im Nullkommen nichts am Ziel. Erst hör mal zu, ich lese dir auch die Gebrauchsanleitung vor. Da steht, halt den B-Knopf gedrückt und du kannst schneller rennen. Ich sehe zuvor. Ja genau, kauf mir das so. Drücke den B-Knopf, um schnell zu rennen. Welcher B-Knopf? What the fuck? Ich hatte sie beim Kauf verlegt und dann beim Aufräumen wiedergefunden. Ja, es schaltet mir eben nicht hin und wieder, ja. Sag meine Mutter auch ständig. Ganz die Mom. Kevin, du bist nicht alleine. Das weißt du doch hoffentlich, oder? Nein. Moment, muss man das Mikro ein bisschen zu rechts. So, ich glaube, ihr müsst mich schon hören können, ne? Dein Pokémon-Team ist stets an deiner Seite, ja. Und vergiss nicht deine Mutter, ja, bla bla bla. Gut. Ah, endlich. Trainerkämpfe sind eine ernste Sache, vor der man nicht weglaufen kann. Hey, Trainerkämpfe, was quatschst du da? Was sind Trainerkämpfe? Hab ich ja noch nie gehört. Ich kenne nur Pokémon-Kämpfe. Hey, du liegst ein Item. Philillo, das Pokémon von M.N. M und N. Angenieb, zack, zack, zack. Ich weiß mein Team noch nicht so richtig, aber ja doch, ungefähr habe ich schon ein paar Pokémon im Kopf. Aber Philillo wird keins von denen sein. So, down. Im letzten Part war übrigens kein Sound da drin. Sorry dafür, ach ja, es ist gerade Abend bei mir. Es ist 18:06 Uhr, deswegen ist es hier so eine Abenddämmerung. Oh, was ist das? Wenn der Blick eines Trainers den eines anderen trifft, heißt es nur eins. Gleich kommt es zum Kampf, ja. So, da wir kämpfen. Nein, warte, können wir noch. Ich muss mal erstmal Pokémon heilen und dann können wir kämpfen. Ach, egal. Was heißt denn meine Pokémon? Ich habe gerade mal nur ein starkes. Die anderen sind ja nur Slaves. Okay, Nagelotz, was? Danke, nie! Bam! Ja, komm, Tackle. Das ist doch langweilig. Und nochmal, Rakenieb. Ich mach dich fertig. Oh, ist kein Biss. Naja, egal. So stark ist Biss auch nicht. So, zack. Ah, was hat überlebt? Naja, egal. So, jetzt einmal Pfund. Oder Tackle, was weiß ich. Zack. Und down. Nicht sogar ein Volltreffer, aber egal. Oh, fast ein Level Up. Na, ich übertreibe. Fast ist noch ein bisschen weit weg. So, was bist du für einer? Wenn du nicht kämpfen willst, weil deine Pokémon angeschlagen sind, solltest du auf den Wegen bleiben. Dein Pokémon nur im hohen Gras eingreifen. Tipps für Trainer. Pokémon, die an Kämpfen teilnehmen, erhalten Erfahrungspunkte. Echt jetzt? Nee, Erfahrungspunkte habe ich ja noch nie gehört. Daher solltest du deine Pokémon viele Kämpfe bestreiten lassen, damit sie an Erfahrung und Stärke gewinnen. Ja, das stimmt schon. Deswegen immer gegen die Trainer kämpfen. Wenn ihr zu faul seid, eure Pokémon zu trainieren, dann kämpft gegen Trainer. Also im hohen Gras, meine ich. Ich liebe den Pokémon-Kampf über alles. Mein süßes Pokémon ist viel putziger, wenn es sich so richtig ins Zeug legt. Und ich mache mal kurz Pause. Und hier bin ich wieder. Ist der Nachteil, wenn man so lange Parts macht. Ups. Mein Mikrofon wieder zurecht tun, okay, weiter geht's. Das ist nachher, wenn man so lange Parts macht, dann wird man leicht gestört von jemandem. Ja, achso, ich muss es erst anwählen, okay, weiter geht's. So, kleine Unterbrechung. Göre Mali. Mali ist ein Land in Afrika. Und sie hat auch ein Felilo, wahrscheinlich im hohen Gras gefangen. Das sage ich nur eins, und zwar Rangeni. Bam! Yeah.
Na, bäm. Und wie vorhin gesagt, Mali ist ein Land in Südafrika. Ich komme gar nicht mehr. Also auf jeden Fall in Afrika. Südafrika ist es natürlich nicht. Ich glaube, wir müssten mir jetzt nicht hören können. So jetzt. Oh Mann, das ist ein bisschen Dreck. Ich habe das nämlich, das Mikrofon, das habe ich direkt in meinem Hemd rein. Da weiß ich nicht, ob ich's. Damit ihr. Da weiß ich nicht, ob ihr mich hört. Deswegen. Hoffentlich hört ihr mich. Ich werde es nach der Aufnahme schon sehen. Ich habe doch schon eine Testaufnahme damit gemacht. So, Yorklef. Level 4. Natürlich kämpfen wir, ist ja klar. Hey, ich habe gar nicht gemerkt, dass es Wickel gelernt hat, lol. Okay, dann eben Wickel, was soll's. Testen wir einfach mal unsere neue Attacke. So viel zieht die nicht ab, die ist nur zum Schwächen da. Oh fuck, wir sollten unser Pokémon mal heilen. Gerade habe ich das Item vorhin geholt, das wir da gefunden haben. Ich glaube schon, ne? Ich glaube, ich muss da nochmal nachschauen. So, erstmal healen, like a boss. ja, der Wickel schadet Yorklef immer, aber das ist nur eine begrenzte Zeit lang. Und Rankenhieb! Bam! Silberblick. Naja. Wir könnten es theoretisch jetzt fangen, aber wir haben schon eins, deswegen würde es sich nicht lohnen. So, Tackle und Down. Zack. Man entwickelt sich sehr wie vorher eigentlich. Ich glaube Level 16. Kann aber auch sein, dass es 13 ist. Entwickelt sich, glaube ich, früher als die anderen. Ach, scheiße. Diese Drecks-Pokémon. Na, gelotz. Okay, dann wieder Rankenhieb. Kennst du ja. Hat noch 6 AP. Jetzt, ja. Bisschen langsam, wieder ins Pokécenter gehen. So, mal schauen, ob wir das Item eingesammelt haben. The Moment of Truth ist natürlich nicht. Ich kenne mich so gut, dass ich weiß, dass ich es nicht eingesammelt habe, diesen Trank. Okay, dann gehen wir wieder weiter. Ah, meine Fresse, wildes Pokémon schon wieder. Felillo. Felillo. Spricht man das Felillo aus oder Felillo? Ich sprich immer Felillo aus, aber kann doch sein, dass man das anders ausspricht. Warte, wir sollten es fangen, wir haben es ja noch nicht, ne? Okay, dann fang ich es einfach mal, haben wir noch Bälle. 3, ja. Pokéball. Und mal schauen. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Sehr schön. Ha. Felillo. Felillo. Schelm. Größe 40 cm. Gewicht 10 kg. Es stibitzt den Leuten spaßeshalber ihr Hab und Gut. Doch dank seiner reizenden Natur kann ihm niemand lang böse sein. Ist ja lustig. Ja, Spitzname. Bin ich nach meiner Katze. Und zwar. Scheiße, Moment. Nenne ich es Gary. Wie die Katze von SpongeBob. Oder die Schnecke von SpongeBob, sag mal so. So, Gary. Ach Mensch, schon wieder ein wildes Pokémon. Yorklef. Rankenhieb, ja. Was soll ich dazu sagen? Rankenhieb. Hat nur noch 4 AP. Ich glaube, das setzt mal eine andere Attacke ein, und zwar Tackle. Zack. Das kann man schon wieder fangen. Kann sogar Schnüffler, lol. Naja, so viel bringt Schnüffler auch nichts. Schnüffel wirkt, dass man dein Geist-Pokémon mit Normalattacken angreifen kann oder Kampfattacken. Hier ist noch ein Trainer. Der letzte in dieser Route. Yorklef, los, mein Doktor zeigt es Ihnen. Diesen Text habe ich schon gelesen, wo ich dieses Together mit Balze machen wollte. Das er leider abgebrochen hat, weil er keine Lust mehr hatte. Naja. Yorklef! Level 7. Oh mein Gott. Und Rankenhieb hat noch wie viel AP? Ja, 4. Okay, jetzt sollte ich langsam mal Silberblick verwenden, um das zu schwächen, damit Rankenhieb effektiver ist. Genau, jetzt setze ich mal Silberblick ein. So, zack, Silberblick.
senkt seine Verteidigung, dadurch ist er verwundbarer. Und na? Und Rankenhieb hat nur noch 3 AP, jetzt sind es nur noch 2. Aber egal, wir sind jetzt eh gleich in Orion City. Und Tackle! Bam! Enemy down! Level 12 schon, ne Quatsch, Level 11. Solche Attacken setzt dein Pokémon ein? Yep. Pflanzenattacken. Gut, das ist hier. Hier ist ein Busch, den müssen wir zerschneiden. Was ist hier? Ah, hier geht's weiter. Da müssen die Items sein, die wir vorhin in Gavina gesehen haben. Jawohl, da sind sie. Ein Trank. Und na, es ist, und das andere ist ein Pokéball. Trank und Pokéball. Na, besser ist nichts, ne? Okay. Nagelos schon wieder. Naja, ich sehe das eher als Training an. Wir brauchen mal ein neues Pokémon. Wir haben Seppifreu ist langsam wieder overleveled. Aber wir kriegen bald unser neues Team-Pokémon. Viele von euch werden sich schon denken, was es sein könnte. Oder wissen wahrscheinlich schon längst, was es sein könnte. Ich will es in diesem Part noch holen. Dieses Pokémon. Es ist ein Wasser-Pokémon. Und jetzt wissen es wahrscheinlich schon viele von euch. Oh nee, habe ich völlig vergessen. Jetzt muss man noch einmal kämpfen. Hey Kevin! Nein, ich will nicht kämpfen. Lass mir nur. Zisch dich. Lass mich erst ins Pokémon Center gehen. Na los, lass uns kämpfen. Nein, kein guter Zeitpunkt dafür. Mein künstlich gefangenes Pokémon ist auch schon etwas stärker geworden. Fangen wir an. Ach, scheiße. Naja, Augen zu und durch. Trainer Bell, ja. Sie hat inzwischen ein neues gefangen. Es ist ein Yorklef. Wie soll es auch anders sein? Ay, wir haben schon 1000 deiner Sorte getötet. Wir haben inzwischen schon 4 Pokémon, lol, aber... Nur eins gehört in unser Team und Rankenhieb hat noch 1 AP. Schade, dass wir keine Ether dabei haben. Schnüffler, das bringt dir 0. Seit wann ist mein Seppifreu ein Geist-Pokémon? Naja, egal. Tackle. Hat sogar gereicht für einen Kill. Ist ja geil. Otaro, jetzt kommt der Starter. Schade, dass das Ding keine AP mehr hat. Rankenhieb. Na gut, dann müssen wir es anders machen. Und zwar Silberblick. Erstmal wieder schwächen. Da könnte sogar eine Niete von uns besiegen, falls unser Seppifreu draufgehen sollte, was ich nicht vermute. So, nochmal Silberblick. Zack. Senkt die Verteidigung und jetzt fängt Otaro auch langsam an, unsere Defense zu sinken. Er macht nichts. Tackle und Down. Oder ist es Down? Nein, nicht ganz, aber... Oje, Aquaknarre bringt dir nichts. So, und tschüss mit dir. Wir sehen uns. Ach, scheiße, ein Trank. Ist ja langweilig. Ständig diese scheiß Tränke. So, nochmal Tackle. Bam. Tschüss. Nein, das liegt einfach echt nicht drin. Puh, du bist wirklich sehr stark, Kevin. Ich werde meine Pokémon auch stärker trainieren, um nicht mehr zu verlieren. Also dann bis bald. Ja, tschüss. Verpiss dich. Ich will dich nie mehr sehen, ey. Furze. Da, wir sind in Orion City, juhu. Und mein Mikrofon muss ich wieder zurechtmachen. Das ist ganz schön schwierig, das einzustellen. So, jetzt hat es passen. So. Ja, genau, jetzt passt. Seit 15 Minuten passt es jetzt endlich. Okay, gehen wir ins Pokécenter und feiern uns den Pokémon. Zack, zack, zack. Oder unser Seppifreu, die anderen sind ja nur unnötige Pokémon, die wir einfach so gefangen haben. Vielen Dank, dein Pokémon-Team ist wieder fit. Ja, komm, nerv nicht. So, gehen wir erstmal zur Sonne oder schauen wir uns zuerst die Stadt an, genau. Also bleibt mir gleich im Pokémon-Center und sprechen gleich alle Leute an. Schnappst du dir auch immer schön alle Pokémon? Je mehr du an deiner Seite hast, desto besser sieht es für dich aus im Kampf. Und außerdem macht es riesigen Spaß, deinen Pokédex und die Boxen aufzufüllen. Ja, das stimmt.
selbst in meiner Weißen bin ich gerade dabei, alle Pokémon zu fangen. Die Hälfte habe ich schon gesehen von allen Pokémon. Na, mein Mikrofon ist eine Krankheit. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Bei mir wird Audio dauernd angezeigt, dass es ein bisschen niedrig ist. Aber ich weiß nicht, wie es dann in der Endaufnahme ist. Naja. Also, mir war das ja bis vor kurzem nicht bewusst. Aber je mehr Orden man hat, desto mehr verschiedene Items werden in einem Laden angeboten. Ja, das glaube ich erst seit der vierten Generation so. Das war ja vorher immer anders. Ach, mein Headset gerade. Mein Mikrofon macht mich ganz crazy. Naja, jetzt halte ich es vor meiner Schnauze, so es reicht. Hallo, willkommen, kann ich dir helfen? Ja. Die Briefe sind für den Arsch. Also nicht kaufen. Das Geld Verschwendung. Okay. Wobei, doch ein paar Tränke können wir schon kaufen, was soll's. Wie viel haben wir denn? 2 Stück. Kaufen wir uns 3, einmal 5. Wie viele Pokebälle haben wir? 3, dann kaufen wir noch 2, dann haben wir auch 5. Gut, dann passt ja. Okay, also den haben wir schon angesprochen, ne? Und hier ist wieder ein Grafikfehler. Naja, egal. Es gibt hier einige Trainer, die in der Traumbranche trainieren. Begibst du dich dort auch mal dorthin? Vielleicht findest du ja etwas. Okay, aber erst später. Erst erkunden wir die Stadt. So, hier ist noch ein obskures Gebäude. Fremdwort obskures, habe ich gesagt, lol. Mal entwickeln sie sich, mal nicht. Die Pokémon sind wahrlich wundersame Geschöpfe. Hey, lass mich durch. Auf keinen Fall raufgehen, da gerade ein Experiment im Gange ist. Vivian hat jedenfalls ein ganz ernstes Gesicht gemacht. Lass mich durch, ich will mit ihm sprechen, im Auftrag von Professorin Esche. Geh weg! Wichser, lass mich nicht durch. Also, mein Pokémon, neulich war echt der Wahnsinn. Nach dem Kampf hat es sich doch glatt weiterentwickelt und Form und Aussehen verändert. Wow, unglaublich, das ist mir schon 100-mal passiert. Im Verlauf meines Pokémon-Spiel-Daseins. Okay, dieses Gebäude hätten wir einigermaßen. Der erste Stock, der bleibt uns ja noch gesperrt. Hey, Trainer, hast du auch genügend Pokébälle? Hier, den schenke ich dir. Dankeschön, hey, ein Superball, nicht schlecht. Ist ein besserer als ein Pokéball. Pokébälle kann man nie genug haben. Und je besser der Ball, desto leichter ist es, das Pokémon zu fangen, ja. Meine Frau habe ich bei einem Pokémon-Kampf kennengelernt. Ich habe kein einziges Mal gegen sie gewonnen. Oh. Mein Mann und ich sind wirklich wie füreinander bestimmt. Aha, okay. Das hilft uns echt weiter für die Story, naja. In Trainer auf Reisen, wie schön. Deine Familie spricht jetzt bestimmt voller Stolz über dich. Nope. Ich war neulich im Ausland und habe dort einige Pokémon-Kämpfe bestritten. Echt jetzt? Ne, ich auch. In Japan. Was für Spitznamen haben deine Pokémon denn so? Ein Spitzname festigt die Bindung. Scheiße, jetzt habe ich versehentlich A gedrückt, aber egal. Als ich angefangen habe, bin ich auch erstmal brav auf die Trainerschule gegangen. Okay, Trainerschule, was es alles gibt, naja. Hey, hier ist ein Item. Holen wir uns das einfach mal. Aber wir haben jetzt die Turbo-Träger. Halt eine B gedrückt, können wir rennen. Genau, hab ich ganz vergessen. So, X-Tempo können wir verwenden. Finde ich allerdings nicht so brauchbar. Das einzige brauchbare X-Item, was ich benutze, ist X-Treffer. Die anderen finde ich, naja, nicht so toll. Gut, wo ist der Eingang in dem Gebäude? Ah, hier ist er, genau. Sprechen wir zuerst dieses Mädchen hier an. Also, ein Wasser-Pokémon ist anfällig gegen Attacken vom Typ Pflanze. Aber ich weiß noch vieles mehr. Ui, ich auch. Mein Gott, denken alle, die werden die Profis, obwohl sie nur die Grundlagen können. Fail, naja. Da gibt es dieses Modell, das in letzter Zeit sehr beliebt ist. Aber so schön wie Camille ist, so stark ist auch ist sie auch mit ihren Pokémon, ja. Deutsch werde ich nichts vorlesen können. Die Stärke eines Trainers
kann man an der Anzahl seiner Orden ablesen. Wenn du als Trainer etwas auf dich hältst, dann fordere die Arenenleiter heraus und hol dir die Orden. Werden wir auch im nächsten Part spätestens. Im ersten Stock des Pokémon Centers findest du die GTS, welches die ganze Welt miteinander verbindet. GTS steht für Global Tauschstation. Ja, globale Tauschstation, ja, TGS auf Deutsch. Auf Englisch Global Trade Station. Ich mag's eben voll, von daher trainiere ich nur Feuer-Pokémon. Aber neulich hat mich einer mit seinem Wasser-Pokémon total nass gemacht. Tja, da werde ich wohl auch noch ein paar Pokémon eines anderen Typs trainieren müssen. Aha, war's mal nichts mit Feuer. Aha, und dieses Nagellatz muss ich erbrechen, deswegen hängt sie vor dem Mülleimer. Hier ist ein Waumboll, oder wie das auch heißt. Aber... Sechs Pokémon zu trainieren, das ist ganz schön anstrengend. Es gibt daher nicht wenige Trainer, die auf ein Kernteam schwören und sich ganz und gar auf drei Pokémon konzentrieren. Wer ist drei Pokémon im Team? Oha. Ich will übrigens mal ein Let's Play machen, da habe ich nur ein Pokémon im Team. Ist ganz lustig. Ist da was im Mülleimer? Erbrochen ist oder so? Nein, okay. Gut, den hätten wir, haben wir den alten Mann schon angesprochen. In der Traumbranche, eine Fabrikruine, soll es ein seltenes wildes Pokémon geben, das sich offenbar in eine Traumwelt zu entführen vermag. Ja, da gibt's irgendwie so eine Traumwelt, ne? Aber ich weiß nicht, wie es das damit auf sich hat. Hier in Orion City an einen Orden zu kommen, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Jedes Mal, wenn ich mich der Herausforderung stelle, erwartet mich Pokémon, deren Typ mir nicht liegt. Ja, die in der Arena setzen nämlich Pokémon ein, die immer stärker gegenüber den Starter sind. Aber später dazu im nächsten Part. Hey, lass mich dich doch ansprechen, bleib hier! Weißt du, was eine technische Maschine ist? Ja, TM. Ein Gerät, das, mit dem du deinen Pokémon im Nu eine Attacke beibringen kannst. Du kannst sie beliebig oft einsetzen. Ja, das ist seit der 5. so, dass man TMs unendlich mal einsetzen kann. Von der 1 bis 4 konnte man die TMs nur einmal verwenden. Bin auch gut. Hey, hier ist ein Item, hab ich gar nicht gesehen. Ist super versteckt, die Items. Kompliment an die Entwickler, wie gut die Items verstecken hier. Unglaublich. Ich glaube sogar auf meine Weißen habe ich die nur gar nicht eingesammelt, diesen Superball. Und die Weiße, die habe ich versucht hundertprozentig durchzuspielen. So, was bist du für einer? Du besitzt ja gar keinen einzigen Orden. Also da wirst du ab hier aber mächtig schwer haben. Lass mich dir einen Rat geben. Versuche dir den Orden dieser Stadt zu erkämpfen, wenn du wissen willst, was in dir steckt. Im nächsten Part erst machen wir das. Hab Geduld. Ja, hier ist noch ein Trainer da hinten, oder? Eine Frau. Eine Frau, kann man zu dir hin? Oder ist ein Mann? Ja, ist ein Mann. Lol. Ja, ey, lass mich durch. Ich will doch nur zu diesem Mann da hinten. Du bist... Ja, komm. Ich will doch nur mit diesem Mann da sprechen. Ach, egal. Lass mich nicht einfach durch. Egal. Ich glaube, die Stadt hätten wir erkundet. Zu weit. Gut, dann gehen wir jetzt zur Traumbranche. Wobei, ja, B gedrückt halten. Ah, hier ist noch einer. Auch in dunklen Orten gibt es Pokémon. Hilft es, einen Finsterball zur Hand zu haben. Hier, das ist für dich. Kevin erhält Finsterball. Uiui. Nachts oder in Höhlen spielt ein Finsterball seine Vorteile aus. Und überhaupt, der Name ist cool. Finster, das hat einfach was. Wie magisch da. Willkommen im Bereich der Schatten. Okay, Traumbranche. Traumbranche hat ja bald so gemacht im Together-Dings da, was wir abgebrochen haben. Zur Traumbranche. Hier üben frisch gebackene Trainer. Ja gut, der ideale Ort für uns. Und neue Musik. Traumbranche. Ja, hier trainiere ich mit meinem Team. Was hältst du für einem kleinen Kampftraining? Sehr gerne, sehr gerne. Ich muss selbst in den Moment, ich stecke mein Mikrofon gerade hin, sind zwar noch 5 Minuten. Aber ich habe jetzt keine Lust, dauernd zu halten. So. Okay. Hoffentlich hört sie mich noch. Ist ein bisschen merkwürdig jetzt mit diesem neuen Headset. Mit diesem neuen Mikrofon. Ich sag dauernd Headset. Lol. Okay, wieder ein Fililo. Und hier werden wir unser neues Team-Pokémon kriegen in der Traumbranche. Nämlich Sodamak heißt, glaube ich. Sodamak.
Sodomag ist ein gutes Pokémon. Muss ich auch in diesem, wie heißt denn das? In diesem Liniennetz da in Rayono City, da gibt es so eine Art Duellzone, da habe ich mal gegen diese Entwicklung gekämpft und die hat mich völlig fertig gemacht. Deswegen scheint es doch ein ganz gutes Pokémon zu sein. Ich will es mal in meinem Team haben. Und außerdem gibt es hier in dieser Region eh wenig Wasser-Pokémon. Das einzige starke ist höchstens Branawarz, was mir noch einfällt. Ah ja, noch ein Philillo. Willst du mich langweilen? Hör auf, mir lauernd Philillos vor die Nase zu setzen. So, Rankenhieb. Zack. Ach, Kratzer. Ja, ist schön für dich. Komm, was? Level 8? Oh mein Gott, das sehe ich erst. Okay, Silberblick schwächen wir jetzt erst einmal. Weil das kann doch ein bisschen dauern, bis wir das mit Rankenhieb down kriegen. Oh, Zuschuss setzt eine zufällige Attacke aus dem Team ein. Und das ist Kratzer. Ja, Silberblick. Ja, schwächen wir weiter die Verteidigung, damit wir weiter mit Rankenhieb angreifen können. Und Rankenhieb. Bam. Ja, Zuschuss. Schön für dich. Ah! Das weh. Danke nie. Zack. So down. So down. So der Cheater down. Nein. War nicht lustig, ich weiß. Meine Witze sind oldschool. Eigentlich schon wieder im Busch. Meine Fresse, die stehen hier überall im Weg. Mein Ziel ist es, über das Niveau eines Arena-Leiters hinauszuwachsen. Denkst du immer noch, du hättest einen Hauch, eine Chance gegen mich? Natürlich. Eieiei. Ein Teenager mit 3 Pokémon. Oh nein. Das dauert wieder so lange. Na immerhin kommt man zeitlich gut hin. So, Serpi voll. Zack. Und Silberblick. Und ja, erstmal wieder schwächen. Wie vorhin bei dem Philillo, und falls wir irgendwelche Probleme kriegen sollten, wie jetzt zum Beispiel, werde ich immer einen Trank einsetzen. So, Trank, heilen. So, ja, Biss, eine Unlichtattacke, ey. Ist gar kein Step drauf, also. So, jetzt aber greifen wir an. Zack! Aua! Ach, schade, dass wir die Themen vom Arenenleiter noch nicht haben. Dann können wir uns Silberblick sparen. Dann können wir Silberblick verlieren gegen die gegen diese Themen, was wir dann kriegen, wenn wir die Arena geschafft haben. Die sind nämlich gar nicht schlecht. Anfangs zumindest. So, ach scheiße, mein Mikrofon. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt, weil es wird bei mir so leise angezeigt, ne? Aua. Meister und Peitschen. Und jetzt tackeln. Das ist Pokémon. Da könnte man einen Trailer draus machen. Serpi voll setzt Rankenhieb ein. Doch Nagelotz setzt Biss ein. Episch. Oh ja, ich hab solche Ideen. Naja, diese 3 Pokémon haben, die haben wir alle in unserem Team. Keine große Sache. Ach, Schnüffler. Hey, wir haben hier einen Schnüffler unter uns. Verdammt, ich stecke jetzt mein Mikrofon wieder weg. So, und jetzt kann auch sein, dass es zu laut ist, meine Stimme. Sorry dafür, falls es irgendwie komisch sein sollte, mein Ton. Oh man, so down. Level 13 für Serpifoy. Was? Wachstum? Ja, okay, passt eigentlich. Erhöht aber nur den Spezialangriff. An den Spezialangriff, ne? Was? Steigert Angriff und Spezialangriff. Oha. Okay, dann können wir uns die Themen vom Arena-Leiter sparen. Ich dachte nur, erhöht, dass den Spezialangriff erhöht, ja. Ja, okay, dann hauen wir Silberblick einfach mal raus. Ist ja egal. Dank meinen Pokémon, ja. Danke, Spiel, ich kann so schnell nicht lesen. Du sag doch mal, was war dein erstes Pokémon? Ein Serpifo, verstehe, dann passt dieses Sodamak wie die Faust aufs Auge. Es hat einen Vorteil gegen Pokémon des Typs Feuer, gegen die der Serpifo sehr benachteiligt ist. Willst du dieses Sodamak haben? Natürlich. Und hier ist unser neues Team-Pokémon. Sodamak.
Ja, natürlich Spitznamen. Ich nenne den, Affe. Affe. Mir fällt kein besserer Name ein. Affe. Affe. Echt der beste Name ever. Affe. Okay. Setzen wir Affe mal in erste Stelle. Moment, Start öffnen. So, zack. Okay, Affe. Ah, ich hätte ein Ding nennen sollen. Wie heißt denn, da gibt es so eine, gibt es so eine Serie von einem Affen, glaube ich. Also so eine Reality-Dings, wie heißen die? Oh, wie heißt denn der, das ist so ein Affe, der kommt aus dem Weltraum, glaube ich. Wie heißt denn das? Egal, wenn mir der Name einfällt, werde ich den so benennen. Könntest du ja Kommentar schreiben, falls du es wisst. So, dam. Hey Schlampe, hi meine Pokémon. Hi meine Pokémon, so. Ich spule mir vor. Okay. Nein. Okay, vergiss es. So. Gut, im nächsten Part wird die Arena ins Visier genommen. Bis dann, Servus.